rechten Seite, verliert wieder den Ball an Sekur. Sekur schiebt durch auf Idris Su. Der verliert den Zweikampf, aber Abel jetzt am Ball. Abel über die linke Seite. Hat viel Platz. Spielt den Ball rechts rüber auf Pagano, der steht komplett frei. Nimmt den Ball an. Schuss. Und drin ist er! Da ist das 1:0 für den KFC durch Silvio Pagano. Nach 3-4 Minuten. Und der hat jetzt mal schön Pagano in Szene gesetzt. Auf der rechten Seite, da hat er sehr viel Zeit. Idris Su ist in der Mitte, Pagano rechts. Spielt in die Mitte auf Idris Su, der schiebt. Oh, daneben! Da steht er komplett frei vor dem Tor. Den macht er nochmal. Der versucht den langen Ball auf Idris Su. Der verliert aber das Laufduell gegen seinen Gegenspieler. Und gewinnt aber danach den Zweikampf. Spielt den Ball jetzt in die Mitte schön. Da ist der Rivina frei. Der legt den Ball vorbei. An Özschlick. Abel. Tor! Tor! Das ist 2:0 für den KFC. Durch Florian Abel. Der Ball bei Fischen landet. Pappas setzt sich da durch, spielt den Ball nach vorne. Und jetzt den Fischeln da relativ frei im Strafraum über die rechte Seite. Da ist Tana, der hält den Ball, klärt Farian jetzt hier mit dem Fallrückzieher im eigenen Strafraum. Und einer der beiden Sechser immer als Dreierkette bei eigenem Ballbesitz. Jetzt wieder der KFC im Ball. Ja, war eine gute Chance, aber abseits und rechts rüber auf Hirsch. Was hat der für eine Idee? Der spielt den langen Ball auf Arnic. Der hat da Platz. In der Mitte jetzt Pagano und Idris Su und Abel. Und Idris Su bekommt den Ball, aber kann ihn nicht unter Kontrolle bringen. Holt ihn sich zurück im Strafraum, versucht auf Abel zu legen. Der bleibt allerdings läuft früh an. Dadurch könnte sich natürlich auch Platz ergeben für den KFC. Und jetzt ist Fischeln durch über die linke Seite. Oh, das sieht schlecht aus. Das muss das 2-1 sein. Aber da ist Tana. Da hat den Ball. Da war gerade kontrollieren. Und spielt jetzt schön durch. Auf Arnic, der legt weiter und Özschlick hält. Aber der jetzt Fischel mit der Chance, ob das kein Abseits war. Auf jeden Fall wird es nicht gepfiffen. Jetzt auf der rechten Seite, als Kaya setzt sich durch. Da steht ein Fischel da frei. Und Tana mit einer klasse Parade. Frei vor dem Tor der Fischel mit dem Drehschuss. Tana geht runter und... von Abel, der aber immer noch im Ballbesitz ist. Jetzt zurücklegt auf Pagano, der auf einmal auf der linken Seite ist und jetzt die Flanke in die Mitte bringt. Die soll auf Idris Su gehen. Die geht auf Idris Su und dann ist Özcelik da und hat den Ball. Kurz ausgeführter Freistoß. Jetzt die Flanke von Pagano in die Mitte. Da hüpft Thackeray rein und jetzt kommt der Schuss gehalten von Özcelik. Schöner Schuss aus dem Rückraum. Das müsste Drevina gewesen sein und er holt sich Pagano den Ball zurück. Immer noch heiß der Ball. Fischeln kann ihn nicht richtig klären. Thackeray jetzt gewinnt das Kopfballduell. Drevina jetzt auf Höhe der Strafraumgrenze. Versucht den Ball zu schießen, wieder ein Fischler Bein im Weg. Da war einfach kein Platz. Trotzdem, der KFC bleibt im Ballbesitz. Jetzt auf der linken Seite. Jetzt hat Schmidt mal ein bisschen Platz. In die Mitte zieht ab, aber es ist Platz da. Fischeln etwas offensiver, dann natürlich die Möglichkeit für den KFC zu kontern. Jetzt Pagano über rechts, spielt auf Hirsch raus. Der ist schon im Strafraum, legt den Ball in die Mitte. Da ist Schmidt, der hat ganz viel Zeit, der wartet, schießt und wieder ein Fischler im Weg. Keine Probleme da mit dem Kopfballduell. Und jetzt wieder die Chance für den KFC. Pagano auf der rechten Seite. 4 gegen 4. Pagano rechts durch. Versucht selber und der ist nicht drin. Özschlick und spielt den Ball aus dem Halbfeld rechts raus. Das Pagano wieder alleine, wenn er den jetzt direkt drüber nimmt. Ah, er zieht direkt ab und Özschlick hat ihn. Aber der KFC bleibt im Ballbesitz. Über die rechte Seite jetzt. Drevina, Tor! Tor! Da ist das Ding. 3:0 für den KFC. Das soll es wohl gewesen sein. Wechsel über die Fischel in der rechten Seite. Der Pass in die Mitte. Da köpft Achenbach ein Fischeln aus Versehen an. Jetzt ist Fischeln durch. Und wieder Tana mit einer Großtat. Aber Fischeln immer noch mit der Chance. Schuss. Und daneben. Und Abstoß. Lass man jetzt rechts raus über Hirsch, der vorne geblieben ist. Liegt weiter auf Hirschmann. Der hat jetzt. Auf Hirsch. Und auf Gerstmann. Der hat Platz. Flankt in die Mitte. Da ist Kubo. Kann den Ball nicht kontrollieren. An der 16er Linie schießt und drüber. Da ist der Ball leider ein bisschen vom Fuß gerutscht. Und da ist der Abpfiff. Endstand. 3:0 für den KFC.